ist unfassbar, aber wahr. Ich nehme wieder auf und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Minecraft-Projekt mit mir und diesem komischen Typen neben mir, der Lennart heißt. Schönen guten Abend. Guten Tag. Minecraft, ja, dieses Spiel ist eigentlich weltbekannt und auch schon zu Hülle und Fülle auf YouTube zu finden. Aber der komische Typ neben mir ist einfach auf die Idee gekommen und sagt, hey, yo, lass mal ein Minecraft-Projekt machen. Aber was genau? Ich glaube, das kann euch am besten selber erzählen. Ja, vielleicht kennt ihr ja auf YouTube The Joecraft. Der macht momentan zusammen mit iOSA 100 ein Projekt, das nennt sich Minecraft Farm. Und da haben die sich eine Fläche von ein paar Chunks genommen und bauen da Minecraft Farmen hin, die automatisch funktionieren. Und er baut unter anderem ein IMS, also ein intelligentes Minecart-System. Und das hat mich dazu inspiriert, sowas nachzubauen. Also nicht auf der Chunk-Begrenzung, sondern mehr auf einer größeren Map, dass man sich weiter ausbreiten kann und es ein bisschen übersichtlicher gestalten kann. So, und ich kann ja einmal kurz hier oben so grob schon mal rüberfliegen, sodass man schon mal ein, zwei Sachen hier sieht. Ich zeige nicht allzu viel, wir sollten nicht allzu weit rechts rübergehen, weil wir sind ja ehrlich, wir haben schon ein bisschen vorbereitet. Ja, ein bisschen. Wir wollten nicht ganz ins kalte Wasser mit euch stürzen, aber ich würde mal sagen, wir gehen schon mal runter. Ich sehe nichts. Wo muss ich denn hin? Da. Ja, ja. So, du hast den Schlüssel? Ich habe den Schlüssel, im Moment noch provisorisch. Einen wunderschönen guten Tag im Eingangsbereich. Das soll auch wirklich nur ein ganz kurzes Video werden. Es ist schon 20 vor 11 abends. So, aber wir legen da die Karte ein, kriegen die Karte auch wieder. Und auf Basis von The Joecraft öffnet sich die Tür. So, einen wunderschönen guten Tag in unserer Redstone-Basis. Ja. So, das hier rechts müssen wir noch nicht so, du zeigen. Musst noch ein bisschen zu erzählen. Ja, letztendlich, warum, wodurch das entstanden ist, habt ihr jetzt gerade gehört. Und da ich weiß, dass Jonas auch sehr gerne The Joecraft guckt, habe ich ihn gefragt, ob er da mitmacht. Und ja, wie ihr seht, er hat ja gesagt. So, und ich gehe mal in Game Mode 3 und da bewegen wir uns mal hier einfach kurz raus und ja. Wie gesagt, wir haben schon ein bisschen gebastelt. Ich sollte dir nicht hinterher fliegen ohne Grund. Nein, solltest du nicht. Und ja, es ist schon einiges zu sehen. Also, und hi Joe, wenn du zugucken solltest. Ja, wir nutzen sehr viel Technik von dir, wir kupfern sehr viel ab. Aber wie du siehst, es ist alle selber gebaut. Du hast gerade Störgeräusche drin gehabt. Okay, ja, Entschuldigung. Mich stört das nicht. Aber wie gesagt, es ist einiges von dir inspiriert, aber das beispielsweise, danke WhatsApp, habe ich mir selbst entworfen. Lennart hat sich hinten, beziehungsweise hier unten einmal schon am Lager versucht. Ich habe dich verloren. Du hast mich verloren, ich bin jetzt gerade vor deinem Lager. Ja, jetzt habe ich dich wieder. Und ja, in der nächsten kommenden Zeit werden auch ein, zwei Timelapse kommen, wie wir beispielsweise hinten, ich flieg da mal kurz hin. Ja. Die Eisengolem-Farm bauen. Ich hoffe, sie ist jetzt auch gerade aktiv. Ja, da sieht man es gerade sehr schön. Der Chunk sollte eigentlich geladen sein. Ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit Player geladen ist, aber. Aber wie gesagt, hier sieht man die Eisengolem-Farm. Ich versuche auch schon mal ein bisschen so ein kleines bisschen die Dimension zu zeigen. Das zieht sich noch um 3-4 Ebenen nach oben weiter. Also, wir arbeiten hier auch mit World Edit, sind aber in der 13.2. Ja, weil dafür ist mittlerweile die Beta draußen. Und die hat zwar noch ein paar Bugfixes, die braucht zwar noch ein paar Bugfixes, aber nichts, was groß einschränkend ist. Und funktionieren tut's, wie man sieht. Richtig, genau. Aber sonst, Großteil ist hier eigentlich von Hand gebaut. Wir haben auch ein schönes Zimmer mit dem Türdesign von Joe. Ein kleines Zimmer, davon kommen noch 5 weitere. Und das Beste, ups, vielen Dank da auch nochmal an Joe. Ich sehe nichts. Feueralarm. Ich glaube, dafür muss ich die Sounds nochmal ein bisschen lauter machen. Ich glaube, man hört es ganz gut. Leider haben wir jetzt ein Problem, wir müssen ganz bis zum Technikraum laufen. Ich mach das mal schnell. Du machst das mal schnell? Ich mach das mal schnell. Ich folge dir einfach mal hinterher. Du das. Ich folge dir mal hinterher, dieses Deutsch ist wieder am Start.
So, hier habe ich auch eine sehr schöne Pistendor konstruiert. Die zeige ich aber gleich, weil es doch irgendwie nervt. So, und dann haben wir hier einen Knopf, da kann man einmal draufdrücken. Dann dauert das einen kleinen Moment und dann geht's gleich aus. Nicht wundern, wir sind auch nicht die allerhübschesten Bauer. Aber beide hier in Minecraft. Ja, dafür haben wir sogar schon Unterstützung. Ja, richtig. Ich meine, das ist hier noch nicht, dass die finale Endversion, wie es sein wird. Aber ich denke mal, der Hauptbereich hier, insbesondere auch der Eingang hier, die Lobby zum Hotel hoch, bleibt so. Oder auch das Zimmer. Aber ja, wie werden wir es upload-technisch machen? Und zwar, Lennart wird einige Videos hochladen, wie wir hier bauen werden. Wann, wie und was genau, wissen wir noch nicht. Aber ich werde ungefähr alle 2 bis 3 Wochen, beziehungsweise wenn es wieder was Größeres gibt, ein kleines Update-Video machen, was es dann bei mir zu sehen gibt. Vielleicht kommt hier noch unser dritter Kollege mit hinzu, der besitzt auch einen YouTube-Kanal. Müssen wir mal schauen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier allzu viel spoilern, du kannst gerne nochmal deine Piste zeigen. Ja, ich bin da sehr stolz drauf. Jetzt stell dich doch nicht hier mitten in meinen Weg. Entschuldigung. So schön versteckt, dass man es ja nicht findet. Richtig. Genau. Aber wie gesagt, bevor wir jetzt hier allzu viel spoilern, würde ich sagen, wir belassen es hierbei. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich weiß, es ist Minecraft, aber es ist nicht allzu typisch Minecraft. Mit ein bisschen Redstone-Technik. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.